Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute spielen wir mal, ich sag mal, Zombies. Ja, so ein Zombie-Modus, sag mal, Zombies-Parcours. Hier geht es einfach darum, und zwar hier sind sehr, sehr viele Zombies, wie man da oben auf der kleinen Karte schon sehen kann. Ups, warum bin ich jetzt hier runtergeschaut? Also, ist perfekt. Und ja, die müssen wir halt alle töten. Und am besten sollen wir halt so wenig sterben, wie es möglich ist. Oh, da ist schon der Erste. Okay. Diese Video-Idee habe ich jetzt von Clash Royale gesehen, deswegen habe ich sie auch gemacht. Ja. Hier ist irgendwo eine Kiste. Ja, wir nehmen die auf jeden Fall mit. Okay, ist ja einfach nur ein Mini. Und sehr viel Munition. Weil Munition hat man sonst eigentlich auch nicht so viel. Okay, da ist direkt der nächste. Kann man durchschießen? Nein. So. Nehmen kurz. Oh, das ist auf jeden Fall einer der Pump. Okay, gut. Sonst ist hier erstmal keine Kiste. Müssen wir weiter. Oh, hier ist auch eine Kiste. Oh mein Gott. Überhaupt nicht gesehen. Dass da noch einer war. Aber egal. Haben wir uns ja gerade noch so gerettet. Also wenn man mal sterben sollte, ist es auch nicht so schlimm. Nur am besten wäre natürlich so wenig wie möglich zu sterben. Aber wir nehmen auf jeden Fall eine Scheibe und eine Pistole mit. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo es hier weitergeht. Ich glaube hier. Hier sieht es irgendwie realistisch aus, hochzugehen. Ja. Hier ist jetzt der erste Checkpoint. So, da oben. Man kann sich halt am besten ein bisschen orientieren, wenn man einfach auf die Karte ein bisschen schaut. Die Roboter sagen, was wenn sie sterben. Da links ist 100% einer, weil da oben wird auch einer angezeigt. Ja, manchmal schießen die nicht so richtig drauf, aber sind auf jeden Fall auch keine Bots, also sind ganz okay eingestellt. Hier ist keiner, okay. Oh, der schlüpft natürlich gut. Nehmen wir einfach mal die hier weg. Oh, One-Shot. Die Pump ist sehr gut auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ja, wenn man irgendwie so piekt, ist halt nicht so viele Schüsse rauskommen. Also nicht alles, man trifft. Ich glaube, dann ist das irgendwie relativ OP. Ich glaube, wir sterben aber gleich. Oh, ja, er hat uns. Egal, man kann auf jeden Fall auch sterben. Nur es geht halt darum, so wenig am besten wie möglich zu sterben. 14. Okay, perfekt. Weiter geht's. Ja, sowas dann wieder leichter. Weil irgendwie können wir uns einfach nicht abschießen teilweise. Okay, ist erstmal eine Kiste. Nehmen wir mit. Oh, die Kiste ist auf jeden Fall sehr gut. Gebrauchen wir auf jeden Fall alles. So, nehmen wir das so mit. Eine AK haben wir noch. Oh, beste Kiste einfach. Und nehmen wir so mit. Wir können natürlich. Oh. Ja, okay, manche. Ich glaube, wir sind zu weit weg. Oh mein Gott, ich wollte gerade gucken, ob man zu weit weg ist, aber. Ja, doch nicht. Wir könnten natürlich jetzt auch die ganze Zeit sterben, aber. Es geht ja darum, so wenig wie möglich zu sterben. Deswegen müssen wir auf jeden Fall auch versuchen, sag ich mal, so wenig wie möglich zu sterben. Wir können jetzt einfach hier reinpushen, aber das macht ja keinen Sinn. Ich glaube, sowas ist dann wieder ganz einfach, weil die einfach nicht schießen können. Aber das kann man auch nicht besser machen. Weil sie haben nur eine gewisse Reichweite, die Zombies. So, hier geht es auf jeden Fall weiter. Sehen auf jeden Fall noch einige Zombies hier am Leben. Ich weiß nicht, sind hier irgendwelche Thron oder so? Weil, ah ja, das war klar. Sonst wird ja keine Kisten hier rein. Keine Kisten, sage ich. Boah, das war sogar eine sehr gute Truhe. Ich glaube, das ist immer. Der Loot wird immer besser, sage ich mal. Glaube ich zumindest. Sieht irgendwie so aus gerade. Ja, es war. 100% klar, dass jemand ist. Ja, okay, ich glaube, von hier können die gar nicht. Oh mein Gott, die können doch schießen. Okay, die können auf jeden Fall doch schießen. Ich dachte, die können hier nicht schießen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind hier viele.
ein bisschen die Taktik hier irgendwie ranzugehen. Da oben ist jetzt einer und da hinten auch noch einer, gell? Ja. Jawohl. Jetzt müssen wir warten jetzt. Ey. Oh mein Gott. Boah. Hier ist auf jeden Fall sehr, sehr viel drin gewesen. Sind hier noch welche? Ich glaube nicht, oder? Oh mein Gott. Oha, er hat uns gerade noch so gekillt. Sehr knapp. Aber ist auf jeden Fall richtig cool, dieser Parcours hier, beziehungsweise der Zombies-Parcours. Boah, der, also die sind echt gut, die Zombies, muss ich ehrlich sagen, weil er hat uns krassen Hit nochmal gegeben. Sind hier welche, Digga? Nö. Wir müssen nur die Drohne nicht vergessen, weil... Okay, der Hit war jetzt... Ja, aber es war so klasse, man da irgendwie hochkommt. Oh mein Gott! Überhaupt nicht damit gerechnet, dass einer steht. Wir vergessen auf jeden Fall auch keine Drohnen, glaube ich, zumindest. Oder vergessen wir irgendwelche Drohnen? Okay, perfekt. Wenn wir Drohnen vergessen, ist es nicht so gut auf jeden Fall. So war der. Okay, perfekt. Jetzt haben wir auf jeden Fall Minis bekommen, beziehungsweise ein Mini und ein Sniper. Also man muss auf jeden Fall jede Drohne mitnehmen, das ist ganz wichtig, falls ihr diesen, falls ihr die Map auch mal spielen wollt. Ich werde den entweder am Anfang, also, okay, hier ist erstmal ein Checkpoint, seht ihr mal. Also entweder, also der wird auf jeden Fall am Anfang eingeblendet. Okay, müssen wir jetzt hier raus. Also wenn das Video losgeht, wird der eingeblendet. Ah, hier können wir jetzt so gut die Sniper nehmen. Und man kann das auf jeden Fall auch sehen in der Videobeschreibung. Also einmal in der Videobeschreibung ist der Code. Oh mein Gott, das ist der Baum im Weg. Wo ist denn dein? Achso, da. Als ob die uns treffen könnten. Achso. Oh, da oben sind auch noch ein paar. Kann uns echt treffen da oben? Aber man hat sehr, sehr viel Leben, das ist... Okay. Vielleicht sind hier erstmal keine hier. Ja, den Schliff brauchen wir auf jeden Fall jetzt. Wichtig. Oh mein Gott, da ist noch einer. Für den können wir jetzt aber snipen. Und ja. Sowas ist dann halt leicht, weil man da einfach nichts machen kann als Zombie. So, geht es weiter. Oh. Okay, sowas dann auch wieder ein bisschen komisch. Oh mein Gott. So, oh, da ist auf jeden Fall noch einer. Jetzt sind wir auch cool gemacht, die Map. Das, ja. Oh mein Gott, da ist noch einer. Okay, gut, jetzt brauchen wir langsam was zum Heilen, sonst wird es echt ein bisschen knapp. Ich glaube, wir sterben uns jetzt. Das ist der nächste Checkpoint auf jeden Fall. Oh, was passiert jetzt? Lass mal hier hin. Also bekommen wir Holz. Nur 40 Holz ist aber wirklich das Mindeste, was wir hier brauchen. Jetzt schneide ich aufs Jumppad am besten. Oh, wir müssen jetzt einfach einen Checkpoint mitnehmen, weil ich weiß nicht. Achso. Oh, jetzt müssen wir echt noch ein Parcours teilweise machen. Dann müssen wir den unten da töten. Nicht, dass der uns gleich tötet. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Gegner. Hier da unten, also man kann es ja auch da oben sehen. Och, scheiße. Boah, das ist echt jetzt krass, wenn er uns einfach gekillt hätte. Oh. Oh mein Gott, das sah gerade so komisch aus. Ja, okay, hätte es mir schon denken können, dass da irgendwie was... Oh mein Gott. Ja, ich hätte mir auf jeden Fall denken müssen, dass da irgendwie was ist. Aber mein ist irgendwie so... Oh, naja. Ich dachte, da hinten geht es irgendwie runter. Aber das ist der Parcours nicht schwer oder so. Also da gibt es definitiv schwerere Sachen. Beziehungsweise schwierigere Sachen. Ich denke noch ungefähr 20 Stück oder so leben danach. So, jetzt hier hoch. Ach so, man muss... Das ist, glaube ich... Man muss einfach X gedrückt halten. Ja, da fliegt man schon viel höher. Ist hier irgendwo ein Checkpoint? Ja, oder? Da unten sitzt Schneemänner, ne? Wir nehmen die einfach mal mit.
Will ein Schneemann. Vielleicht braucht man ihn, keine Ahnung. So, wo müssen wir jetzt hin? Ja gut, darunter müssen wir wahrscheinlich definitiv nicht. So, ich weiß selbst, wo muss man jetzt hier hin? So, da hinten sieht es irgendwie realistisch aus, dass wir da irgendwie hin müssen, aber wir müssen ja auch nicht darunter springen, oder? Erstmal gehen wir jetzt wieder hier hin. Dann gehen wir hier einfach hier hoch. Ach so, da unten, oder? Ja. Oh mein Gott, das hat er echt gut gebaut. Weil man es jetzt nicht komplett direkt sehen tut. Mit Deagle sind wir auch ganz gut, kann man schnell Headshots geben. Hier ist safe eine Kiste, oder? Oder? Da geht sie woanders lang. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das heftig. Ach so, ich glaube, man kann diesen Schneemann gegen einen Zombie werfen und dann ist er irgendwie... Oh mein Gott. Dann ist er halt irgendwie sozusagen eingefangen oder so, keine Ahnung. Da oben, gell? Ja, ich dachte, da oben wäre wieder einer. Aber es war ein Spawnpunkt da, oder? Ja. Dann ist er gut. Ja, für so ist halt der Sniper sehr OP, weil der Zombie kann natürlich euch niemals... Oder halt der sozusagen Gegnerbot kann euch auch von hier nicht killen oder so. Und dann könnt ihr mit der Sniper natürlich krass viel machen. Oh mein Gott. Ah, schade. Das sind auf jeden Fall die letzten drei Zombies. Jetzt werden wir auf jeden Fall nicht mehr sterben. Auf geht's. Das ist unser Ziel, dass wir nicht mehr sterben. Den ersten haben wir, der zweite ist da hinten irgendwo. So, in der Aufnahme habe ich gerade gesehen, beziehungsweise beim Bearbeiten des Videos. Ups, wollte nicht. Aha, so, man sieht auf jeden Fall hier auch nochmal die Truhe, sage ich. Diese Tür da hinten, und zwar genau jetzt, die sieht ihr, die blaue Tür da. Da hätten wir eigentlich reingemusst und dann weitergemacht. Ich hatte das Ganze gemacht, war dann am Ende... War fast fertig mit allem und leider kam dann das Problem, dass wir halt die Aufnahme nicht gespeichert hatte. Heißt, ich habe alles gesagt, dachte die Aufnahme läuft und auf einmal hat gar nichts gelaufen. Es würde so weitergehen, wenn ihr durch diese blaue Tür, die ihr seht, da hinten durchgeht, kommt ihr zu drei Bauernspetter, dann werdet ihr sozusagen auf einen Berg geschmissen und auf diesem Berg müsst ihr dann ganz leichte Sprünge hochspringen und dann kommt ihr in den Raum rein, fahrt dann mit dem Auto noch ein paar Meter. Und dann kommt ihr halt in so ein Schloss, sage ich mal, wie rein und dann seid ihr auch schon fertig. Dann ist da sozusagen ein Riss, dann geht man da durch, dann ist die Runde fertig. Das eigentliche Ziel der Map war irgendwie so eine goldene Münze zu finden. Also eine versteckte goldene Münze, die haben wir jetzt auch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob Grand Royale sie gefunden hat, ich auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, wo sie ist. Und ja, das Video ist lang genug, deswegen habe ich gesagt, das machen wir nicht in dieses Video auch noch rein. Dann wird das Video irgendwie sehr, sehr lang gehen und ja. Würde ich auf jeden Fall sagen, haut rein, das war's mit dem Video, bis zum nächsten Video und ja, haut rein und ciao.